So, und willkommen zurück zu Imperion. Mal hier schnell was essen. So, natürlich durch einen geschlossenen Helm, ist natürlich ganz klar. So, und wir sind auf dem Mond. Und sammeln hier dieses Neodymium-Erz. Das lässt sich natürlich relativ schwer abbauen. Merke ich hier gerade. Ja, ihr seht, wir haben hier gerade mal 18 Neodymium-Erz. 18. Muss ich auch ab und zu mal rausgucken. Wenn nicht irgendwo eine Drohne kommt. Und nicht, dass mein Raumschiff hier angegriffen wird. Das ist meine einzigste Möglichkeit, wieder von dem Mond hier runter zu kommen. Lebend. Lebend. So, das ist natürlich sehr schön, dass wir das hier alles kriegen. Ja, das andere, das Sasium oder wie das heißt, das würde ich natürlich auch gerne noch abbauen. Würde ich natürlich auch gerne noch abbauen. Da müssen wir uns aber natürlich eine Stelle suchen, wo wir nicht gleich abgeschossen werden. Ihr habt ja in der letzten Folge schon gesehen. Ja, wir sind kaum hier angekommen, schon mal beschossen, wie verrückt. Das ist natürlich aber wieder cool hier. Da haben wir natürlich wieder einige Sachen, die wir da hier zerstören können und so. Schauen wir mal in der nächsten Folge. Oder in der übernächsten oder so. Ja. Wichtig ist ja jetzt erstmal, dass wir hier das Zeug abbauen. Und Ronda auf dem Planeten schaffen. Ordentlich was herstellen können. Wie viel haben wir denn schon? 116, naja. 1160 Bahnen. Aber trotzdem, wenn wir bauen, schnell aufgebraucht, gell. Ja, wir haben noch 21 Bohrerladungen dabei. Wir haben genug Sauerstoff, wir haben genug zu essen dabei. Wir können noch ein bisschen hier durchhalten. Ich würde sagen, also die eine Ladung definitiv, die andere mal sehen. Müssen wir mal sehen. Schön mit auf unser Radar oben gucken. Ja, früher oder später können wir uns natürlich hier oben auch eine Basis hinbauen. Das würde ich natürlich bevorzugen, hier oben eine Basis zu haben. Kann man natürlich schön hier abbauen. So,
Ja, wie gesagt, ich würde halt hier bevorzugen, eine Basis herzubauen. Und boah. Von hier aus können wir ja dann auch die Alien angreifen und alles. Wie gesagt, dann nehmen wir halt mal ein Raumschiff, nehmen ein paar Rohstoffe mit hier hoch, bauen hier eine kleine Basis auf, ein paar schöne schwere Geschütze, dass sie uns nicht gleich hier sonst wohin pusten. Das ist natürlich ein richtig cooler Plan. Ja, das werden wir auch in Angriff nehmen. Also wie gesagt, dranbleiben lohnt sich für euch, Leute. So. Und dann mischen wir hier oben alles auf. Und ihr habt gesehen, wo wir hierher geflogen sind, wie viele Außenposten die hier haben. Also ich habe, glaube ich, vier oder fünf Außenposten gesehen. Da haben wir genug zum Rummischen. Vielleicht finden wir auch noch ein, zwei Leute, die vielleicht noch mitmachen. Weil umso mehr, umso besser. Geht bestimmt was. Da geht bestimmt was. So, also ich hätte jetzt gesagt, das Magazin machen wir jetzt hier noch leer. Dann haben wir erstmal ein bisschen Neodymium. Und zwar 169. Okay, ja, das reicht. Lass doch mal. Seht, da hinten ist schon eine. Sieht man von hier richtig schön. So. Ja, gut, den Schotter. Naja, mein Gott. Gut. Jetzt gehen wir mal. Ja, wir hatten ja hier auch schon den Satium, gell? Hier ist aber Ghost Rider Verteidigung 1. Hier noch Silizium. Flieg mal flach hier weiter. Hoffnung, dass wir hier. Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch Satium finden. Schiss gekriegt. Da geht unser Planet auf dahin. Das ist zu Ende. Mann, Mann, Mann. Oh, nö, 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 nein, nein. Und da noch mal auch nö. Leute, macht doch nicht so einen Scheiß mit mir hier. Ich will doch nur die Rohstoffe hier abfarmen. Hier war das Neodymium, genau. Hier ist wieder ein Silizium. Aber was da ist, das ist nichts Gutes. Was? Waffen. Das ist ein Wohnkomplex. Gut, dann hat einen interessanten Ort entdeckt. Wohnkomplex. Sehr gut. Eisenerzlager. Was will ich denn hier mit Eisen? Leute, ich brauche das Satium oder wie das heißt. Aber am besten ohne dass da in der Nähe was ist, was mich killen will. Und hier ist schon wieder zu Ende. Seht, das ist nicht gerade groß, gell? Das ist nicht gerade groß. Noch
ein Eisenerzlager. Ich brauche kein Eisenerz. Ich brauche dieses Sa ne, Dymium. Ja, haben wir doch auch schon. Was? Cäsium-Erz. Ja, warum ist hier dieses grüne Ding? Naja, jedenfalls haben wir hier das Cäsium-Erzlager. Zu sein, ne? Sehr gut. So, da brauchen wir die. Ja. Warum erst mal den? Nachladen und in die Erde buddeln. Das ist schon Cäsium-Erz, cool. Fast aus wie Gold, ha. Was mich nur wundert, ist dieser grüne Dings, was das war. Ich weiß es nicht. Muss ich mich mal belesen, was das für ein grüner Schild ist. Es ist natürlich cool, dass man hier das Cäsium so schnell hier abbauen können. Gleich hier unter der Oberfläche ist. Das ist der Hammer. Und vor allen Dingen, dass wir so viel abbauen. Wir haben ja jetzt schon hier 152. Können wir ja doch bald ein größeres Raumschiff bauen, ne? Hier wäre natürlich ein idealer Ort, um eine Basis zu bauen. Das rasselt nur so durch das Satium. Die Frage ist natürlich, wie kann man im Weltraum Sauerstoff produzieren? Weil auf dem Planeten weiß ich es ja, da stellt man den Generator ins Wasser und gut ist. Gibt es denn aber direkt einen Sauerstoffgenerator? Oder im Weltraum? Oder muss ich dann jedes Mal auf dem Planeten und muss mir unten den Sauerstoff holen? Ich meine, klar, so hat man halt immer was zu tun, gell? Hat man halt immer was zu tun. Muss ich mir noch mal genauer anschauen. Das ist natürlich eine richtig gute Frage. Vor allen Dingen Wohnkomplex hier mitten auf so einem verlassenen Mond, gell? Meine, wer möchte denn da wohnen, gell? Eine sehr gute Frage, gell? Sehr, sehr gut.
Frage. Jetzt hier mit der einen Füllung schon 693 Satium geerntet. Frage, ob man nicht doch noch mal zu den Neodymium-Lager hier hinten gehen. Also ich würde dann doch schon eher vorschlagen. Wir gehen nochmal zu dem Neodymium, was wir hier vorne gesehen haben. War denn das gewesen? Da, ja, genau. Richtung Motten. Ja, so halbwegs. Nehme ich mir lieber noch ein bisschen Neodymium mit. Durch die komische Ding. Bin ich dran vorbeigeflogen. Stimmt, könnte ich wetten. Ja, aber ist nämlich. Gut, dann nehmen wir hier noch das noch ein bisschen mehr Neodymium mit. Passt rein, wie das geklappt hat. So Leute, aber ich sehe schon wieder, die Folge ist schon wieder vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, lasst mir doch ein paar Kommentare da, was wir noch mal hier machen können, ob euch irgendwas interessiert, ob wir irgendwas bauen sollen. Wie gesagt, ein paar Vorschläge habe ich jetzt schon gemacht, was wir machen können. Ja, schreibt mir einfach, sagt mir einfach. Meldet euch einfach. Gar kein Problem. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Und ich bedanke mich auf alle Fälle bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.